So. Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Shappy. Willkommen auf meinem Kanal zurück und wir machen das heute kurz und knapp und so, wie ihr es gerne haben wollt. Wir haben jetzt gleich erstmal eine wichtige Info und zwar geht's um das 4 gegen 4 Turnier jetzt am Sonntag. Ihr könnt euch jetzt unten in den Kommentaren anmelden, aber ich sag euch, bevor ihr jetzt schon wieder wegklickt, was gleich noch kommt. Und zwar habe ich ja mehrere Nachrichten bekommen, dass ich nur in Partys spielen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal folgendes Gameplay gleich. Guckt es gerne bis zum Ende, Leute. Es ist wahrscheinlich eine der besten Runden, die ich jemals gespielt habe. Ich bin immer noch ganz, ganz hin und weg davon. Und ich bin auch so froh, dass ich es aufgenommen habe. Wäre das jetzt weg gewesen, hätte ich mich wirklich richtig geärgert. Aber ihr wollt ja auch wissen, was jetzt mit dem Turnier ist. Deswegen folgendes. Ihr schreibt unten in die Kommentare euren Gamertag und falls ihr ein Team habt, egal ob 2, 3 oder 4 Leute, schreibt mir bitte die Namen von euren Teammates unten rein. Das Turnier wird am Sonntag stattfinden. Sonntag wird das ganze Turnier mit 2, 4, 6 oder 8 Gruppen sein. Wir werden zusammen mit dem Praise Clan livestreamen. Der bzw. die Gewinner werden auch noch einen Preis bekommen. Der wird aber erst Sonntag verraten. Da müssen wir uns überlegen, was für eine schöne Idee ist, worauf wir Lust haben. Irgendwas Nettes. Wie gesagt, bleibt eine Überraschung, werden wir noch nicht verraten. Ich bin wirklich gespannt. Es wird 4 gegen 4 gespielt mit Ausschluss- und Verbotsklassen. Das heißt, ihr könnt auswählen, ob ihr Großkaliber beschützen wollt oder rausnehmen wollt. Also halbe CWL-MLG-Regeln, drei Spielmodi, Suchen, Zerstören, Stellung und Capture the Flag auf verschiedenen Maps. Ich werde euch die genaue Anfangsmap am Sonntag erst verraten, damit ihr euch nicht alle jetzt ganz fleißig vorbereitet. Wir wollen ja auch ein bisschen Überraschung haben. Ich kann euch nur sagen, wie beim letzten Mal, das Verliererteam aus der ersten Runde entscheidet in der zweiten Runde A den Modus und B die Map. Sollten die ersten beiden Runden unentschieden ausgehen, also 1:1, wird es ein drittes Entscheidungsmatch geben. Wir machen das so lange, bis wir die Gruppen aufgelöst haben und es ins Halbfinale und Finale geht. Also Leute, in die Kommentare Gamertag von euch. Gamertag von euren Jungs, falls ihr welche habt. Wenn ihr keine habt, macht das auch überhaupt nichts, denn dann werden wir euch zusammenmischen und schöne Teams draus formen. Und jetzt, Leute, tut mir einen Gefallen, haut richtig in die Kommentare, schreibt, was das Zeug hält. Ihr habt alle drauf gewartet, ihr bekommt das Turnier, wir werden das veranstalten. Haut noch ein Like aufs Video und genießt dieses geile Gameplay. Wirklich eins der besten der letzten Monate von mir. Viel Spaß, ich bin weg, haut rein. Thank you.
Das ist ein weiterer Sieg.